Seid gegrüßt zur 52. Botschaft der Anhänger des erleuchteten Nupismus mit mir, Gaius Julius Caesar. Und wir machen auch genau mit mir weiter in der großen Saga mit Teil 5 in Rom. In der neu gebauten Adenakademie, Büro des Großmeisters Gaius Julius Caesar. Ich war gerade dabei, meine Erinnerungen zur weiteren Reise aufzuschreiben, um den dritten Teil für eine weitere Adenbotschaft vorzubereiten. Es war ein unglaubliches Erlebnis, ich habe so viel gelernt und habe noch so viel Weisheit. Doch kann ich nicht jedem alles mitteilen, was ich weiß. Das würde einfach Menschen überfordern und ihr Geist könnte das nicht begreifen. Mitten in Gedanken klopfte es an der Tür. Obvious Kane. Mein Meister, Cassandra ist gerade mit Duncan zur Akademie zurückgekehrt. Sie will mit Ihnen reden. Sie sollen eintreten. Ah, Cassandra, endlich sehe ich dich wieder. Es tut mir leid, dass ich bisher keine Zeit für dich hatte, aber ich muss so vieles durchdenken. Schwere, dunkle Zeiten stehen uns bevor. Weitere Halbgötter werden kommen, wenn sie es nicht schon geschafft haben. Alle im Auftrag von Nopus. Seine Macht wächst Tag für Tag. Aber was habe ich da von dir gehört? Du hast einen Koch gewürgt? Wie zum Nopus kannst du nur so einen Gefühlsausbruch zulassen, wenn du ihn nicht willst. Ich habe versucht, dir vieles beizubringen und muss dir noch so viel zeigen. Aber die Ruhe ist ein zentraler Punkt für uns Adenritter. Aus dem Glauben und der Ruhe stärken wir uns. Vielleicht hatte ich zu viel von dir erwartet. Vielleicht hätte Norina doch jemand anderes auswählen müssen. Cassandra stand nur verdutzt da. Sie fragte sich, woher er das mit Norina wissen konnte und was er noch wusste. Ob diese Reise ihn wirklich so viel weiser, vielleicht sogar allwissend gemacht hat? Auf jeden Fall hatte sie ihm trotzdem sicherheitshalber alle ihre bisherigen Erlebnisse berichtet. Auch das mit Herrn Koch und seiner Vergangenheit. Bei vielen Dingen nickte Gaius Julius Caesar anscheinend wohlwissend. Nur bei manchen Punkten schien auch er das erste Mal davon zu hören. Cassandra stand die Stirn runzelnd vor Gaius Julius Caesar, der sich in seinem Sessel entspannte. »Woher wusstest du das alles? Meine Geschichte und meine wahre Identität?« »Dein Onkel hat es mir teilweise erzählt. Es scheint, als sei deine menschliche Seele nicht ganz mit der von Norina verbunden. Jetzt, wo du es sagst, ich hatte früher Traumerscheinungen, die allererste schon im Alter von 6 Jahren, und ich erinnere mich, dein Gesicht dort gesehen zu haben. Das war vor über 100 Jahren, als mir Norina das erste Mal erschienen ist. Wie? Wie kann das sein? Ich bin 24. Wie kann das sein? Dein Onkel meinte, dass das sterbliche Abbild eines Gottkindes in den Jahren von 1 bis 15 wesentlich langsamer altert als normale Menschen. Woher weiß Erwin das alles? Er studierte ein Buch namens Wege des Aetherius, die Heimat der Götter. Dieses Buch ist in der ganzen Galaxie einzigartig. Fegelmann meinte auch, dass es dir in deiner sterblichen Identität nicht möglich ist, göttliche Gaben zu erfüllen. Aber auf meiner Reise sah ich eine ganze Galaxie, die Norina sich selbst gebaut hat. Was? So etwas ist möglich? Natürlich. Jeder Gott und Gotteskind kann sowohl Leben erschaffen, als es auch zerstören. Schließe die Augen und versuche dich daran zu erinnern, wie du diese Galaxie aufgebaut hast. Cassandra gehorchte, schloss die Augen und setzte sich. Duncan trat hinter sie und legte ihr beruhigend die Hände auf die Schultern, welche von ihren weißen Haaren geziert wurden. Samuel stand in einer Ecke und kapierte so gut wie gar nichts, aber es war ihm sowieso zu kompliziert. Duncan flüsterte ihr ins Ohr. Ich weiß, dass du das kannst, kleine Schwester. In diesem Fall freundschaftlich gemeint. Cassandra merkte schon gar nichts mehr, sie befand sich in einem weißen Nichts. Dort sah sie wirklich nichts, einfach nur weiß. Kein Boden, kein Dach, keine Wände, nur weiß. Cassandra erinnerte sich an Julius Worte. Leben erschaffen oder zerstören. Nachdem sie das Wort zerstören zu Ende gedacht hatte, erschien eine kleine Flamme in ihrer Hand. Feuer! Feuer ist die Wurzel aller Zerstörung, das dachte sie sich. Sie fasste einen weiteren Gedanken. Die Wurzel allen Lebens, Wasser. In ihrer anderen Hand erschien eine Pfütze,
die sie jedoch nicht abschütteln konnte. Sie führte beide Elemente zusammen. In ihrer Hand glühten, aber sie schien in diesem Nichts keinen Schaden davon zu tragen. Sie öffnete ihre Hand und hielt plötzlich einen Stern in der Hand. Eine kleine Sonne, wie die, die es jeden Tag am Himmel gesehen hatte. Verstehst du es jetzt? Wohl wissend, dass die Stimme ihre eigene war. Ich weiß nicht. Ich kann das alles nicht glauben. Plötzlich hörte sie ein Zitat von Fecklemann. Glauben oder nicht, ist unwichtig. Wichtig ist nur, ob es gerade passiert oder nicht. Passiert das hier? Ich denke schon. Jetzt hörte man ein Zitat von Koch. Denken ist weder Gewissheit noch Ungewissheit. Wenn man etwas spürt und etwas weiß, dann erst, dann ist es klar. Wann hat er das denn gesagt? Weiß ich nicht. Jedenfalls hat er es gesagt, sonst würde es hier nicht auftauchen. Cassandra begann zu begreifen, das hier war wahrscheinlich der Rand der Galaxie, wo neue Welten von den Göttern gebaut wurden, so wie sie immer noch den Stern in der Hand hielt. Gib mir das, den Stern dort in deiner Hand. Wo bist du? Genau vor dir. Siehst du mich denn nicht? Sieh mit deinem Herzen, nicht mit den Augen. Cassandra tat, was ihr gesagt wurde, und augenblicklich erschien ein Geist vor ihr, ein Mädchen. Fast erkannte sie sich selbst darin wieder, aber das Gesicht sah sie nicht. Dieses war verblichen. Ich brauche das noch für meine Baustelle. Das Nichts wurde plötzlich schwarz, und die beiden fanden sich tatsächlich in einem System wieder, einem Sonnensystem, jedoch ohne Sonne. Das ist eine besonders schöne Sonne. Der Geist ließ den Stern aus seiner Hand gleiten, zugleich passte sich der Stern der Größe des Systems an und wurde zu einem Klasse-A-Stern. Nun kann hier endlich Leben entstehen, danke dir. Und du? Wer bist du nun? Ich bin du, und du bist ich, doch unsere Seelen sind getrennt durch den Einzug der zweiten Götter in unserer Galaxis. Hilf mir, sie zurückzubringen, zurück dahin, wo sie hingehören. Ich werde nicht nur dir helfen. Cassandra konzentrierte sich wieder und wurde ruckartig zurück in die echte Welt gebracht. Gaius Julius Caesar antwortete nur, »Und? Was hast du dir selbst beigebracht?« »Wer ich wirklich bin? Ich muss zu meinem Onkel. Sofort!« Gaius Julius Caesar hatte nur noch Folgendes zu sagen. »Cassandra!« Auch ich werde mit dir zu Erwin Fecklemann gehen. Du bist ein wichtiges Mittel für den Sieg. Doch auch ich habe neue und vor allem stärkere Kräfte durch meine Reise erhalten. Mittlerweile kann ich fast schon Berge versetzen. Im wahrsten Sinne des Wortes, mit meiner Gedankenkraft. Und meine Kampffertigkeit hat sich in die perfekte Perfektion verbessert. Ich werde euch und der Armee helfen, die Fecklemann zusammengestellt hat. Die gesamten Delphi-Ritter werden uns begleiten. 1000 Stück. Haben wir uns erst mit Fecklemann getroffen, wird es zur zweiten großen Schlacht kommen, die der Prophezeiung nach verheißen wurde. Insgesamt soll es 5 dieser großen Schlachten geben. Aber alle sind von diesen Jahren weit entfernt. Bei der ersten großen Schlacht konnte ich Varus besiegen. Komm, Cassandra, auf zu deinem Onkel. Für Nopia. So. Und es geht weiter in Ina Prime, dem Kaiserpalast. Inanis und sein Vater Ishozar standen vor dem Bett der Kaiserin. Sie war vor wenigen Tagen an einer tödlichen Schnabelpest erkrankt. Die Ärzte konnten nichts mehr tun, bis auch der Gaumen und der Hals von der Krankheit infiziert waren. Jetzt war sie tot. Ishozar kümmerte das nicht, aber sein Sohn war den Tränen nahe. Weine nicht, junge Dunkelheit. Sie war nur noch eine Belastung für unsere Sache. Für dich vielleicht. Aber für mich war sie eine echte Mutter, ein Familienmitglied, was du gar nicht kennen kannst. Schließlich bist du eine Ausgeburt des Bösen. Normalerweise hätte Ishozar jeden, der das sagte, sofort umgebracht, aber er brauchte den Jungen noch. Er behielt einfach die Ruhe und gab keinen Kommentar ab. Dann passierte plötzlich etwas, womit keiner von ihnen gerechnet hatte. Wumm! Die ganze Mauer brach zusammen und ein großes Loch fand sich nun in der Wand wieder. Ishozar sah raus in einen vulkangleichen Himmel, die ganze Himmelssphäre schien mit Rauchwolken und roten Blitzen durchzogen zu sein, und dann näherte sich ein riesiger Schatten. Die Götterdämmerung! Fecklemanns Flaggschiff. Aus ihm strömten hunderte Landungstransporter und Jäger, die Inari setzten sofort zum Gegenschlag an. Auf der Brücke der Götterdämmerung. Bloodbale. Visiert die Anti-Orbitalkanonen an, wir müssen sie zerstören, wenn wir landen wollen. In einer Kommandozentrale besagter Kanonen.
Inari-Offizier. Aktiviert die AO-Kanonaden! Inari-Matrose. Ja, Sir! Kanonen werden ausgerichtet, Ziele erfasst und Feuer! Computerstimme. Fehler, Fehler, Signal der Kanonen Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omega und Epsilon verloren. Verdammt! Bomben im Anflug! Raus hier, raus! Boom! Zurück auf der Brücke. Eine riesige Explosion war zu sehen. Volltreffer, Jungs! Wir haben das Federvieh zerstört. Bleiben nur noch ihre Bodenarmeen. Wie sieht's bei Ihnen aus, Commander? Damit meinte Herr Fecklemann. Per Funk aus einem Landungstransporter. Er versuchte ihn zu erreichen mit einem Kommunikationsgerät. Es dauerte eine Zeit wegen bestimmten Indifferenzen. Aber dann erreichte das Klingeln ihn und er konnte antworten. Alles klar hier unten. Die Zaeski und die Gafa haben die Oberfläche fast erreicht. Beginnen jetzt mit der Invasion. Hunderte Transporter setzten ihre Landungstruppen unmittelbar auf Dächern, Plätzen oder freien Flächen ab. Die Inaris konterten mit Raketenwerfern. Los, pack das Ding ein. Geladen, Feuer. Boom. Einer der Transporter explodierte und begrub seine gesamte Armee unter sich. Nun setzte Fecklemann zur Landung an. Fecklemann. Vorwärts, bis zum Heiligtum und den Palast. Ich und Tasna kümmern uns um Ishozar. Jawohl, Sir. Der Transporter setzte sich auf, die Luke war heruntergefahren und augenblicklich entbrannte ein Feuergefecht. Die Inaris hatten sich provisorisch hinter den Trümmern verschanzt und verschossen alles, was sie hatten. Die Gruppe lief geduckt unter dem Feuer der Inaris hindurch. Fecklemann wurde Zeuge, wie die Taeski die Beine hatten, die Inaris mit akrobatischer Geschicklichkeit töteten. Der Kommandant Mitsa sprang einem Inari auf die Schultern, riss ihm die Flügel aus und bohrte dann seinen Plasmaspeer durch seinen Kopf. Tasna schaffte es, im Vorbeischlängeln den Inaris entweder Gift zu verabreichen oder sie abzustechen. Fecklemann versuchte sich so wenig wie möglich aufhalten zu lassen. Er lief weiter, doch dann kam ein Hindernis. Ein Graben mit einer großen Bunkerkette dahinter. In den Bunkern stand Plasma-Maschinengewehre und Scharfschützenposten. Fecklemann gab den Befehl zur Zerstreuung. Die meisten folgten ihm in den Graben. Andere wurden von der losratternden MGs getötet und wichen in die Seitengassen aus. Gut, und an diesem spannenden Moment wird die Botschaft beendet. Und freut euch auf die nächste Botschaft, dann geht es spannend weiter. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar, Ehre, Sinopia.